Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, was heißt zurück? Ne? Fangen wir wieder von neu an. Hallo? Kann ich okay drücken? Okay. Oh, lag. So, die Norm ist irgendwie noch nicht gelandet. Wann landet er denn? Ach, da ist er ja. Gelandet. Mit nichts, ne? Er hat nichts. Aber wir können ja mal gucken. Wie sieht denn hier die Karte aus, ne? Also auf der Karte, wir haben hier eine Straße, uralte Betonbarriere. Also das ist eine uralte Straße, die hier lang läuft. Sonst haben wir hier ein bisschen Wasser. Könnten wir mal gucken, ob wir auch hier Strömung haben. Oh, wir haben sogar Höhlen. Das ist ja interessant. Ein Schrein. Wo bauen wir denn am besten, ne? Haben wir Ruinen, die wir zufällig nutzen könnten? Oh, hier wäre eigentlich schon so eine schöne Höhle. Aber vielleicht sollten wir in der Nähe der Straße bauen. Hier haben wir auch schon mal schöne Höhle. Hier ist so eine Alpaka-Orgien-Höhle. Da gehen wir natürlich nicht hin. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Na gut. Aber ich glaube, wir siedeln uns erstmal hier so an. Ne? Wir haben ja nichts. Deswegen würde ich sagen, bevor wir irgendwas machen, fangen wir mal hier ein bisschen an, Stahl abzubauen. Ne? Was sollen wir denn auch erstmal anderes machen? Ne? Was sollen wir natürlich? Wir haben schon den Triple Speedy rein. Gucken uns auch gleich mal den Dino ein bisschen genauer an. Ist natürlich wieder Android. Na, was kann der denn? Ne? Der kann ein bisschen Fernkampf, bisschen Nahkampf, bisschen bauen. Oh, Bergbau, scheiße, bisschen kochen. Pflanzen kann er ganz gut. Tiere kann er auch ganz gut. Handwerk wird er schnell lernen können. Naja, Kunst ist nicht so seine Stärke. Bisschen Medizin, bisschen Sozial. Ja, der Intelligenteste, na gut, kann man nicht so stark sagen, ne? Aber ist nicht so seine Stärke, die geistige Arbeit, ne? Er liebt andere Aliens, sag ich mal. Schläft viel, joggt gern, ne? Ja, 9 Jahre alt. Schon noch ein ganz junger, ne? Ist noch motiviert. Ist noch motiviert bei der Sache. Ja, schlafen, ne? Wird hier überbewertet. Kann er selber entscheiden, was er so macht, ne? Was macht er denn jetzt? Wo rennt er denn hin hier? So, der Junge muss natürlich auch was essen, ne? Was machen wir, wenn wir Essen brauchen? Natürlich Essen pflücken. So, also ernten wir mal hier so ein paar Pflänzchen, ne? Ja, wir können ja mal versuchen, hier schon mal so ein bisschen was vorzubereiten. Ach, hacken kann der nicht so gut, ne? Versuchen den auch direkt mal hier so eine Waffe zu geben. Hacken lassen wir mal eine 4. Transport plus. Ach, das ist das hier, wenn ich so übelst die Arbeit, ne? Was ein Hilfsarbeit. Ach, Gefangenen freinehmen, schalten von Maschinen. So, Aufsehen, Tierpflege. Wir machen das so, dass 1 wieder eine 1 ist. Verhandeln. Und rekrutieren von Dingsen. Ja. Machen wir mit Aufsehen. Was ist das hier? Verhalten, verpflegen, überzeugen, rekrutieren, Gefangenen. Ist ja eigentlich fast dasselbe, ne? Machen wir mal eine 3 hin. Kochen bleibt nur 3. Jagen kriegt eine 1. Bauen, machen wir mal eine 2, machen wir eine 2, machen wir eine 3, machen wir mal eine 1. Oh, lassen wir mal eine 3, machen wir hier mal eine 4, machen wir weg. Machen wir hier mal eine 2 hin. Oh, lassen wir bei 3, 3 forschen, machen wir eine 4, lernen, machen wir weg. Lehren. Ja, komm, machen wir auch 4. So. Machen wir erstmal so, damit ein paar Bäumchen fällt, ne?
kann er sich hier auch erstmal so ein kleines Wändchen reinzimmern. Eine kleine Türe. Kriegt er hier auch schon mal ein Bettchen rein. Ne? Machen wir natürlich den Quality-Builder, machen wir direkt, damit er direkt 1 Milliarde Mal hier lernt, wie zu bauen ist. Ne? Wie setzt er nochmal hier? Normal. Mindestens normal. Zack. Gut. So, weil das ja irgendwie so ein bisschen Tradition ist, dass ich immer so, was ist das denn? In RimWorld dann so ein bisschen die Planung mache. Sag ich mal, wie die Planung ist. Ne? Es kam ja jetzt die letzte Zeit was weniger. Ich habe jetzt langsam mal wieder ein bisschen mehr Zeit. Also es gab jetzt, ich hatte jetzt, also die Ganztagsschule, die ich hatte, die ist jetzt vorbei. Jetzt muss ich dann halt nächsten Monat noch zur Prüfung. Ja, aber ich sag mal, wir haben Probeprüfungen gemacht. Und ich sag mal, was ich bei der Theorie habe, weiß ich noch nicht. Das werde ich morgen erfahren. Aber bei der praktischen habe ich auf jeden Fall bei der Durchführung 75%, also bei 50 ist bestanden. Und dann im Fachgespräch 75%. Ja, ich habe mir die ganzen Sachen aufgeschrieben, wie ich es noch mehr verbessern kann. Aber im Grunde sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Ich darf natürlich jetzt nicht hängen lassen. Werde ich auch nicht. Aber jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen mehr Zeit. So, wir machen uns hier, stellen wir uns mal einen Bogen hin, her. Na, damit er schon mal einen Bogen hat, damit er auch jagen kann und sowas. So, Teil eines Raumschiffes. Wo ist denn unser guter Dinorm? Ah, der baut sich jetzt den Bogen, natürlich. Was war das denn gerade? Ist für sich, ja, ist natürlich kacke. Was kann man machen? Wir können uns natürlich... Jetzt habe ich wieder voll die Sprache drin, ne? Merkt man, ne? So einen kleinen Generator bauen, ne? Wo wir dann die Kühlung dran setzen. Na komm, wir setzen den mal hier so hin. Dann arbeiten wir das hier mal so ein bisschen aus. Na hier der Stahlblock, der wird natürlich irgendwann weggeruppt, ne? Da bauen wir uns dann eine Mauer hin. Ist aber schön, dass er das gleichzeitig macht, also das ist bestimmt aus irgendeinem Mod. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Entspannung. Dann knallen wir uns hier mal irgendwo so ein Stäbchen hin oder so. Machen wir mal hier hin. Ne, 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 der kriegt... Ja, doch. Ich wollte jetzt eigentlich hier so ein Schießdummy machen. Aber das braucht alles Stoff, das wir noch nicht haben. Wobei, das hier braucht einen Bogen, ne? Das hier braucht einen Bogen. Dann bauen wir uns doch hier so ein Teil mal hin. Ja, bin ich mal gespannt. Na komm, dann machen wir den hier. Den setzen wir woanders hin. Den setzen wir mal hier hin. Machen wir den weg und dann machen wir hier einen Bogenschießen hin. Da bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir hier natürlich schon voll das Dingen, ne? Voll das Loch, das müsste eigentlich reichen. Wobei, wenn ich das so mache... weg. Hier durch.
Machen wir hier eine Mauer hin. Haben wir schon mal die Doppeltür. Hier brauchen wir natürlich jetzt noch den Bogen. Was hat er denn mit dem Bogen gemacht? Hast du den an dich genommen oder was? Sonst machst du nochmal einen Bogen hier. Hat er hier jetzt zum Bauen benutzt. Da bin ich mal gespannt. So, ein paar Möbel wollte ich bauen, damit er auch direkt hier drin so ein besseres Wohlfühl hat, ne? Da kommt direkt das menschenjagende Rudel, du. Ach du Scheiße, ein Killer-Äffchen da. Ja, das wird ja Krieg, ne? Ach so, ja, weil es so Tradition ist, jetzt habe ich gar nicht drüber geredet, ne? Was? Rein mit dir. Kacke, ne? Aber wieso ist das die Tür auf? Ja, scheiße, ne? Ja, okay. Komm, mach'n platt jetzt. Mach'n platt jetzt. Achso, ja, hier, ne? Weil ich das ja so traditionsmäßig, wo ich dann immer so sage, was ich jetzt so machen hab. Ja, Rimworld geht natürlich weiter. Satisfactory ist jetzt im Early Access. Das werde ich jetzt auch machen, aufnehmen. Ich hab's, ja, als es im Wochenende war, habe ich's ja gedingens, ne? Ach so, was ist das? Ja. Habe ich es gestreamt. Aber ich werde es jetzt halt aufnehmen. Aber ich werde in Zukunft mehr streamen auf Twitch. Halt immer so, wie ich Zeit und Lust habe. Dann kommt dann vielleicht mal ein bisschen League of Legends. Das spiele ich im Moment mit ein paar Freunden. Aber da muss ich es halt auf Englisch machen, weil die können halt alle kein Deutsch. Ne? Dann spiele ich dann auf Englisch. Ich könnte dann auch streamen, weil wir machen dann, also wir spielen jetzt nicht so richtig hart so Ranked Games oder Normal Games oder so ein Scheiß, wir machen immer so Aram oder dann auch, ja, wie nennen wir das immer, so Drinking Aram, das ist eigentlich immer ganz lustig, ne? Das ist so ein Trinkspiel, egal, ne? Ja, dann wollte ich, also ich habe mir jetzt The Division 2 geholt, das spiele ich ab und zu, weil ich im Moment halt keine Zeit habe, spiele ich dann immer mal so eine halbe Stunde mit einem Kumpel oder so. Das habe ich mir überlegt, dann zu streamen. Immer dann, wenn ich mal Lust habe. Ja. Dann kann dann halt jeder, wie er Bock hat, einschalten. Problem ist natürlich, das, was ich schon gemerkt habe, wenn ich auf Twitch streame, dann kommt da fast eigentlich nie einer. Immer nur, wenn ich dann Leute informiere, dass ich streame, dann kommt eigentlich auch einer. Wenn ich keinen informiere, dann merkt das keiner, ne? Wenn ich auf YouTube streame, dann beschweren sich zwar manche, dass ich auf YouTube streame, aber dann kommen da wenigstens ein paar immer mal wieder. Ne? Dann gucken mal ein paar rein, dann sind sie mal wieder weg. Also bei YouTube habe ich dann auf jeden Fall kommen einfach mehr, mit denen ich dann halt auch in den Kommentaren interagieren kann, während auf Twitch dann einfach das irgendwie keiner mitbekommt. Ne? Das ist halt dann ein bisschen schade, aber okay. Aber ich hab's jetzt mit, also auf YouTube werde ich mit Shadowplay streamen, wie immer. Und auf Twitch streame ich dann mit OBS. Da habe ich dann jetzt auch alles Alerts und so ein Schwachsinn alles eingerichtet. Ja, so was man halt heutzutage alles braucht, ganze Kram da. Gut, so viel dazu. Wir haben jetzt noch einen Schlachtplatz. So, schlachte Kreaturen für immer. Dann bauen wir jetzt mal ein Lagerfeuer, weil wir hierfür noch keine Ressourcen haben. Beziehungsweise hier muss noch der Bogen gebaut werden. Wir machen mal Kochen mit 2. Oh, nice. Trainiert er jetzt auch Schießen? Perfekt. Gut.
So, jetzt muss man natürlich hier auch, ach ja, Hygiene, wir müssen unbedingt eine Toilette bauen. Damit der kacken kann, ne? Wo bauen wir die mal hin? So mitten im Sumpf wäre vielleicht nicht so cool. Na komm, wir bauen sie mal hier hin. Kleines Türchen rein. Hygiene. So. Also dann sollten wir vielleicht auch mal anfangen, so ein bisschen anbauen. So, ja, hier kann man anbauen. Ist das hier fruchtbarer Boden? Fruchtbare Erde, perfekt. So, hier ist so ein wirklich schon ziemlich großes Feld mit fruchtbarer Erde. Ja, machen wir mal so ein 10, so ein 6, ja, machen wir mal. Und hier bauen wir direkt Mais an. Weil ich glaube, Mais braucht fruchtbare Erde, wenn ich mich nicht, wenn mich nicht alles täuscht, wächst das da am besten. So, wie ist hier denn hier die Fruchtbarkeit? Oh, 140, nice. Können wir hier eigentlich direkt noch einen... Sehe ich natürlich nicht, wie das hier ist. Hier ist dann nochmal so ein Sechser. Was pflanzen wir dann hier an? Kartoffeln. Na ja, komm, wir machen. Ja, wir machen das schon wieder... Sollen wir es mal ohne System machen? Ne, sonst haben wir immer so mit System gemacht. Machen wir mal ein bisschen weniger System rein, sondern machen es einfach mal so kreuz und quer. Das wird total unübersichtlich, ich sag's dir. Boah, ey, das siehst du ja nicht, ne? Dann machen wir mal so ein 2er-10er-Feld. Ne? Jetzt haben wir hier 3 Felder. Hier machen wir die Heilwurzeln rein. Schmierial, Heilwurzeln. Jetzt machen wir hier oben auch nochmal einen rein. Müsste so sein. Na, das passt. Da brauchen wir nicht, auch nicht so oft. Das habe ich schon pausiert hier. Ne? Gerste? Wofür ist das denn? Bier machen verwendet. Okay. So also wie Hopfen brauchen wir was wahrscheinlich. Kaffee. Tee. Ja, machen wir erstmal hier die Baumwolle hin, ne? Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Hier können wir ja noch ein paar Felder hinmachen, das ist ja auch noch fruchtbare Erde. So, jetzt haben wir aber hier so schon so einen schönen Streifen. Jetzt machen wir hier noch mal eine hier kommt ein Weg hin. So, wie groß ist das ungefähr, ne? 10 mal 16. Machen wir nochmal so ein Feld. So, und hier könnte jetzt pausiere ich mal kurz. Und hier haben wir diese Teakbäume. Dann machen wir hier Teakbäume rein. Ach, Bäume kann ich schon gar nicht pflanzen. Aber machen wir Bambus rein. Ne? Ich meine, wir können keine Bäume pflanzen. Dann pflanzen wir Bambus. Aber Kaktus können wir hier noch pflanzen. Weil Bambus ist ja auch irgendwie Holz, ne, oder? Die nicht nahe wächst am Haus kann Holz ähnliches Material ernten. Ja. So, dann haben wir hier jetzt die Dinger gemacht. Na komm, jetzt bauen wir mal einen Boden drum.
Ein Bambusboden wäre doch, glaube ich, geil, oder? Bambusboden als Weg? Das wäre doch. Bambusboden als Weg. Krieg. Hast du eigentlich jetzt einen Bogen? Immer noch nicht, ne? Machen wir mal die Priorität hoch. Bei Handwerk. Bambusboden sieht schon cool aus als Weg. Aber was ist denn hier los, ne? Nicht, dass es nachher Krieg gibt hier. Aber hier muss noch eine Dings rein. Der Affenfleisch ist vergammelt. Naja, war ja abzusehen. Ja, geh mal kacken. Ist okay. So, ausrüsten. So, machen wir mal das Handwerk wieder ein bisschen runter. Bin ich gar nicht mal so schlecht hier mit dieser Aufteilung. Das denn hier? Ein Bananenbaum. Cool. Könnten wir denn noch anpflanzen? Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Tee, Rauchblatt, Kaffee, Hopfen. War das Blumeria? Okay, eine Blume. Blumen brauchen wir nicht. Vielleicht ein bisschen zum Schöner. Mal Heilwurzeln haben wir. Wofür brauchen wir den Kaktus? Nadelkisten. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Heugras und Gerste. Brauchen wir natürlich alles. Also machen wir das hier so, ja. Brechen wir den hier ab. Dann haben wir es hier einheitlich. Ja, jetzt mache ich natürlich hier ein bisschen drüber, ne? Das ist natürlich kacke. Ah ja. Dann hätten wir hier noch einen neuen. Ah, jetzt pausiere ich den hier. Dann machen wir hier jetzt mal einen Hopfen. Ne? Hopfen brauchen wir nicht so viel. Verbieten wir mal die Ansaat. Hey, was? Oder machen wir hier die Gerste hin. Komm, wir machen hier die Gerste hin. Kleinern wir mal die Zone, dann haben wir hier so ein Feld. So, das waren jetzt ein Achter, ne? Das ist doch ein Achter, oder? Das ist ein Achter, okay. Dann haben wir jetzt hier zwei Achter nebeneinander. Wir haben jetzt hier einmal die Gerste. Ja, komm, mach ruhig weiter. Machen wir hier einmal Tee, ja. Dann haben wir jetzt hier noch ein 7x5er Feld. Und hier auch noch ein 7x5er Feld. Wobei, ne, machen wir nicht so. 7x5. Machen wir hier jetzt mal den... Komm, wir machen hier den Kaffee rein. Hier machen wir den Tee rein. Dann machen wir hier...
den Hopfen rein, weil hier haben wir die Gerste. Das passt dann irgendwie zusammen. Und dann machen wir jetzt erstmal nochmal Wege, ne? Bambus. Ne? Verbinden das natürlich hier mit der Straße so ein bisschen. Ne? So. Hier sind wir aber noch nicht fertig. Aber hier geht er dann runter. So, das sind Vierer, ne? Dass wir direkt alles vorbereiten hier, ne? Mit Dingens. So, Hopfen haben wir, Kaffee haben wir, Tee haben wir, Rauchblatt brauchen wir noch. So, was brauchen wir denn noch? Also wir haben hier jetzt Gerste, wir haben Hopfen. Heu bräuchten wir noch. Heu wird aber ein großes Feld. Also, zum Hose, Taglie, Bambus, Hopfen, das haben wir alles. Lassen wir einfach mal so. Wir lassen das jetzt mal so. Boden, Bambus. Zack. Haben wir so ein paar Felder mal gemacht. Für den Anfang. Werden natürlich irgendwann anders machen, optimieren. Dann wird das ein Feld, ne, ist ja klar. Aber kann er jetzt erstmal seine Leidenschaft nachgehen, ne? Fühlt er sich auch ein bisschen besser? So, wie sieht's hiermit aus? Kannst du denn schon bauen? Theoretisch könnt das. Wir bauen sogar vorher. Ach ja, hier kommen die ganzen Bambus-Dinger hin. Theoretisch müsste auch ein bisschen forschen, ne? Wir brauchen noch ein paar Fallen. Komm, wir bauen hier auch mal ein paar Fallen irgendwie so hin. Erstmal einfach so um die Basis so ein bisschen rumrum. Ne, beim letzten Mal haben wir ja gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Sicherheit. Dass man von Anfang an direkt eine Windturbine hat, ne? Dass man die gar nicht erforschen muss. Könnte ich eigentlich super hier über die Felder bauen, so. Ja, ein bisschen Bogenschießen, auf jeden Fall wichtig. Was ist das denn? Okay. Oh, hier sind noch ein paar schöne Möbel. Wir können mal einen winzigen Tisch bauen. Wo der dann dran essen kann. Nachttisch mit Lampe wäre auch nicht schlecht. Bauen wir mal hier hin. Braucht bestimmt Strom. Eine Pflanzenkasten. Bauen wir auch mal einen, ne?
Ja, wieso setzt er eigentlich hier nicht automatisch den Quality Builder? Also es wäre eigentlich cool, wenn er es automatisch setzen würde. Dynamischer Relax. Alter, was der alles braucht, dieser dynamische Relax Chair. Der kann ja dann hier immer weiter erstmal die Rauchblatt-Joints herballern. Was braucht er denn hier für so ein Medical Bag? Materialien, ja, Kräutermedizin haben wir noch nicht. Braucht er für ein Repair Kit? Handwerk? Bauteile Stahl? Oh, das könnte man machen eigentlich. Könnten dem auch mal eine Stammeskleidung herstellen. Was meinen die denn hier mit einem Tablet? Er soll hier erstmal seine Konstruktionsfähigkeit hochbringen. Muss er ja auch, ne? Na gut, hier müssen wir früher oder später eine Kühlung reinsetzen. Wand. Na ja, gut, der hat sich schon selbst wieder hier gerettet. Ist halt ein richtig harter Dude, ne? Verrücktes Tier, Ratte. Oh, sie kommt, ey. Die Killerratte, sie kommt. Will, du triffst den da. Oh, aber knapp, du. Oh, was ist das denn hier? Eine Straßenlaterne. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder verarzen, ist okay. Essen haben wir keins mehr, dann pflücken wir mal ein bisschen Essen. Kann ich auch Bambus ernten? Ja, man kann Bambus ernten. Well, ist ja echt ein fettes Ding, du, ey. Galatros. Hat Rückenschmerzen. Einfach mal quer durch die Basis. Genau, erstmal reintragen, perfekt. Wir können sogar einen Bambus-Dingens bauen, das ist nicht schlecht. Der sieht bestimmt auch cool aus, oder? Müssen wir mal probieren. Wir können ja einfach mal einen hinsetzen. Ja gut, machen wir dann hier drin, wenn wir hier so ein bisschen Platz gemacht haben. Ich meine, hier muss ja noch ein bisschen Platz gemacht werden. Den könnten wir eigentlich auch schon mal bauen hier. Den Bambus können wir auf jeden Fall besser anpflanzen als die Bäume. Gut, wie lange der dann zum Wachsen braucht, ist natürlich eine andere Sache. Ich setze den... Nur setz ich den hin.
Ein Schultisch. Prothesen. Den Fishing Pier, den wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren. Ich setze ihn jetzt erst, ich setze jetzt erstmal zwei hier so hin und setze sie dann irgendwann anders. So, oh, Bambus hier, zack. Er macht doch Quality-Bilder. Huch! Bringt doch gar nichts hier. So, ja, kack dich aus. Der hat halt echt viel zu tun, der Typ, ne? Pflanze, Rose. Komm, wir machen hier mal so eine... Ach, das sind die Dinger. Oh, komm, machen wir mal eine schöne Rose da rein, ne? Das ist ja hier... So. Müssen wir mal gucken, ob wir so langsam Strom bekommen. Kann man leider nicht drehen. Ja, ist aber auch krass, dass ich direkt eine Windturbine bauen kann, ne? Komm, wir ruppen den hier mal weg. Haben wir hier eine Windturbine, dann können wir hier so ein paar Solardinger hinsetzen. Setzen wir hier noch eine hin. Haben wir die schon mal verbunden. So, ich wollte einen Generator, so einen kleinen Generatorraum. Wo soll ich den, wollte ich den hinsetzen? Oder ich schrub hier so eine kleine Lücke rein. Wenn jetzt hier so ist. Ja, komm, machen wir so. Ich finde das cool, dass man einfach drauf platzieren kann. Oh, das sieht böse aus. Lauf mal weg. Oh, hier unten fallen, ja. Ich weiß nicht, wie stark das Ding ist. Schöner Schuss. Klingt auch wie so ein Insekt. Lauf, Dinom, lauf! So. Hoffen wir mal, der läuft da durch. Nein, jetzt ist er, ja. Gut. Weitermachen. Den hättest du aber mitnehmen können, ne? Können wir dann auch hier direkt Stromkabel schon in den Berg bauen? Ich finde das echt gut. Muss ich mal sagen.
Ach, sieh mal eine an, die bringen mir sogar Schieferblöcke. Die muss ich auf jeden Fall züchten, die Viecher. Das ist ja geil. Da brauchen wir mal eine Kopie hier hin. Was haben wir denn hier? Oh. Kopieren, löschen, einfügen, fertig. Können wir ja auch schon mal ein paar Trichter hinsetzen. So, Trichter. Ups. Der ist natürlich falsch rum. 1, 2, 3. Boah, reicht, ne? Aber wobei, komm, hier an den Rand machen wir auch noch einen. So. Dann würde ich sagen, war es das auch schon für die erste Folge. Diesmal sind wir nicht direkt gestorben. Vielleicht erst in der nächsten, aber jetzt noch nicht. Also bis dann. Ciao!